Heyo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video, das ja nun mal wirklich mittlerweile Zeit wurde. Einen ganzen Monat ist das letzte Video schon her und das hatte tatsächlich nicht mal wirklich was mit dem College of Wizardry zu tun, sondern war einfach nur ein Unpacking meines Zauberstabs. Was ich euch aber natürlich nicht vorenthalten möchte, sind die neuesten Infos zum College of Wizardry. Es tut mir leid, dass meine Let's Plays im Moment so ein kleines bisschen in den Hintergrund rücken. Das hat aber einfach nur den schlicht und ergreifend einfachen Grund, dass ich total gehypt bin von diesem Lab und unglaublich viel Zeit damit verbringe, Charaktere zu planen und Plots zu planen und die Leute kennenzulernen und mit denen gemeinsam zu hypen. Also es ist unglaublich viel, was im Moment passiert. Abgesehen von meinem Real Life, das ja auch noch dazu kommt. Halleluja, ich habe sowas wie ein Real Life. Yay. Genau. Und dementsprechend ist das leider alles so ein kleines bisschen sehr in den Hintergrund gerückt. Meine Let's Plays sind im Moment so ein bisschen auf dem Stillstand. Das tut mir wirklich leid. Für all diejenigen, die auf Neues warten, es wird kommen, definitiv. Ich habe im Moment nur einfach keine Zeit und keine Muße, noch groß Let's Plays aufzunehmen. Wie gesagt, es wird wieder kommen, ich kann nicht versprechen, wann. Und damit habe ich jetzt wahrscheinlich instant 20 Abonnenten verloren. Aber das macht nichts. Im Moment bin ich wirklich sehr, sehr darauf bedacht, die College of Wizardry-Videos fertig zu kriegen. Ich habe euch auch ein Fazitvideo zum letzten versprochen und ob ihr es glaubt oder nicht, es ist in der Mache. Für alle, die auf das Fazitvideo warten, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute Nachricht ist, es ist so gut wie fertig. Ich habe nur noch so ein bisschen letzten Feinschliff abzuarbeiten und dann ist es fertig. Die schlechte Nachricht ist, es geht eine Stunde. Ich habe mich wirklich ein ganz, ganz, ganz klein wenig in Geschichten verstrickt und habe Plots erklärt ohne Ende und ja, habe mich wirklich so ein bisschen in manche Themen verrannt. Das tut mir fürchterlich leid. Es ist wirklich ein unfassbar langes Video. Ich habe auch versucht, das noch ein bisschen abzukürzen, aber irgendwie ist mir das nicht so wirklich gelungen, muss ich zugeben. Warum ist eigentlich der Hintergrund fokussiert und nicht ich? Hallo? Hier. Ja, wie gesagt, das Fazitvideo ist so gut wie fertig. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wann ich es hochlade. Ich bin mir auch noch nicht wirklich hundertprozentig sicher, ob das jetzt wirklich die Endfassung ist. Ich gehe davon aus, dass ich es so hochladen werde. Für all diejenigen, denen das zu lang ist, ich versuche, Themenabstufungen mit reinzubringen und das so zu verlinken in der Infobox, dass ihr dann zu bestimmten Punkten, die euch interessieren, springen könnt. Falls euch irgendwie das zu lang ist, kann ich es auch gerne nochmal versuchen, ein bisschen kürzer zu fassen. Aber ich glaube, eigentlich wird es mir nicht mehr möglich sein, das noch kürzer zu fassen. Es ist halt mein allererstes Fazitvideo ever und auch zu meinem allerersten Lab. Es ist also nicht wirklich ein Meisterwerk, muss ich zugeben. Und das hier soll jetzt aber eigentlich gar kein langes Labervideo sein, sondern ich möchte euch einfach nur kurz ein Update dazu geben, was jetzt tatsächlich so aktuell beim College of Wizardry los ist. Und zwar war ja das Casting schon. Das Casting bedeutet, dass wir unsere Charaktere zugeordnet bekommen haben in Haus, Jahrgang, Pfad und Institut, beziehungsweise Jahrgang, gut, die Primaner haben natürlich noch kein Haus, aber alle anderen wurden auch in die Häuser eingeteilt. Ich bin wieder Haus Grimm. Ich bin dieses Mal in der Tertia, will also heißen im Abschlussjahrgang. Und ich bin wieder Gelehrte, dieses Mal allerdings am Nibelungeninstitut, denn am Brocken möchte ich nicht mehr sein. Das Problem war einfach, beim letzten Mal habe ich den Gelehrtenpfad am Institut Brocken, beziehungsweise der Akademie Brocken genommen, was sehr auf Heiler aus ist. Also es ist quasi wirklich so der Heilerberuf, den man danach einschlagen könnte. Und das war viel zu nah an meinem eigentlichen Real Life dran. Deshalb habe ich mich damit absolut nicht wohlgefühlt. Das heißt, dieses Mal wollte ich auf jeden Fall was anderes nehmen, wollte im Gelehrtenpfad aber drin bleiben, weil da ist Alchemie mit drin und Alchemie ist einfach geil. So. Dementsprechend ist die Zuteilung geschehen. Wir haben auch Namen bekommen, beziehungsweise wir kriegen ja immer den ersten Buchstaben des Vornamens und den Nachnamen genannt. Ich kann euch meinen gerne mal kurz hier hinschreiben. Als Vornamen habe ich jetzt Theresa genommen, beziehungsweise kurz Tess. Und den fand ich ziemlich schön tatsächlich. Ich habe mir allerdings den einen oder anderen Namen vorschlagen lassen von Freunden, weil ich selber absolut keine Ahnung hatte. Dementsprechend ist es jetzt Tess geworden und ja. So sieht es halt aus. Und was tatsächlich auch schon passiert ist, wir haben die Charaktere bekommen. Das heißt, die Character Sheets, die unseren Charakter beschreiben, beziehungsweise den Charakter, den wir spielen sollen, beschreiben, sind auch schon rausgehauen worden. Und das tatsächlich schon vor etlicher langer Zeit.
Ich bin bis jetzt nur noch nicht dazu gekommen, ein Video darüber zu machen, aber ich liebe meinen Charakter. Es ist einfach mega genial. Ich habe tatsächlich zwei Leute mittlerweile endgültig davon überzeugen können, mitzugehen, beziehungsweise habe eine sehr gute Freundin dazu überredet, doch mitzukommen, weil es jetzt diesen Friends-Bonus gab, mit dem jemand, der das erste Mal dabei ist und von dem man geworben wird, sehr, sehr, sehr günstig damit hin kann. Und den anderen jungen Mann habe ich tatsächlich in einer Harry Potter-Gruppe auch gegabelt und habe ihn auch dazu überredet. Mit den beiden habe ich so das ein oder andere geplant gehabt. Besonders mit dem jungen Mann hatte ich mir überlegt, dass ich vielleicht so eine Art Streiche-Duo tatsächlich spielen möchte. So eine Art Fred und George des College of Wizardry. Fand ich ziemlich cool, die Idee, hat mir auch sehr gut gefallen und tatsächlich passt mein Charakter sehr, sehr gut in dieses Schema rein, das wir uns da ausgedacht haben. Meine Tess wird nämlich aus einer gewöhnlich geborenen Familie kommen, also quasi muggelstämmig sein. Und zwar aus einer sehr großen Familie, sehr Weasley-ähnlich, und wird dementsprechend unter etwas ärmlicheren Verhältnissen aufgewachsen sein. Musste dementsprechend natürlich auch den ein oder anderen Spott hinnehmen hinsichtlich ihrer Herkunft und ihres Äußeren, denn sie hatte einfach am Anfang kein Geld, um sich Schulbücher oder ordentliche Klamotten leisten zu können. Ja, das Ganze hat dafür gesorgt, dass ihre Schulzeit nicht wirklich schön begonnen hat. Sie hat sich einiges anhören müssen und sie hat einige Hänseleien hinnehmen müssen und hat wirklich, wirklich hart an sich gearbeitet, um wenigstens auf magischer Sicht und auf der Sicht des Schulstoffes mit den anderen mithalten zu können. Es hat nicht immer ganz funktioniert. Sie hat immer das Gefühl gehabt, dass sie so ein bisschen hinterherhinkt. Und da hat sie aber dann irgendwann angefangen, einen Plan zu entwickeln, wie sie das Ganze umgehen kann. Zum einen den Schulstoff gut abschließen kann und zum anderen tatsächlich ihre finanziellen Mittel noch aufstocken kann. Und zwar hat sie eine Art Schwarzmarkthandel mit gestohlenen Prüfungsaufgaben bzw. Antworten, mit magischen Aufsätzen und nicht aufspürbaren Spickzetteln gemacht. Das will also heißen, alles, was den Schülern das Lernen und das Durchkommen durch die Prüfungen einfacher macht, ist etwas, das sie hat, das sie anbietet und das sie allen anderen natürlich auch verkauft. Natürlich nicht umsonst, denn nichts ist umsonst und sie kann das Geld wirklich sehr gut gebrauchen. Es gab ja so eine Art Vorschule, ich sag mal Grundschule im magischen Sinne. Da hat sie das Ganze dann quasi auf die Beine gestellt und hat es jetzt auf dem College, auf der weiterführenden Schule natürlich noch einmal perfektioniert und führt es da natürlich auch weiter. Dementsprechend bin ich schon, beziehungsweise Tess in dem Sinne, ist schon um einiges besser geworden im Verzaubern von Dokumenten, hat da ein gewisses Talent für entwickelt, um tatsächlich Zettel wie zum Beispiel Spickzettel unaufspürbar zu machen. Hat Aufsätze, auf denen die Lehrer immer die richtigen Antworten finden, die sie tatsächlich sehen wollen und sowas, dann natürlich alles im Angebot. Und dadurch, dass sie jetzt natürlich auch dieses Talent hat, dass sie Dokumente so verzaubern kann, hat sie dann natürlich auch die Streiche für sich entdeckt und kann tatsächlich verzauberte Briefe rundherum schicken. Der ein oder andere Hexgeborene, der ihr dann einmal blöd gekommen ist, wird irgendwann dann einen Brief auf seinem Frühstückstisch finden und wird dann sein blaues Wunder erleben. Tatsächlich, wie gesagt, passt das sehr gut in unsere Planung mit rein und ich liebe diesen Charakter. Es ist einfach mega cool und ich habe echt ziemlich geniale Pläne damit, ja, mittlerweile so gesponnen, mehr oder weniger. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich bin, wie gesagt, dieses Mal in der Tertia, bin also schon im Abschlussjahrgang und muss mir dann mal so überlegen, womit mache ich denn danach dann weiter? Wie geht's denn dann weiter? Ich habe damit natürlich ein sehr fragwürdiges Geschäft auf die Beine gestellt und bin am Überlegen, ob ich das danach vielleicht in irgendeiner Form weiterführen kann. Und tatsächlich ist die Freundin, die ich dazu überreden konnte, doch noch mitzukommen, weil sie diesen Freunde-Bonus in Anspruch nahm, meine Mentee. Will also heißen, ich bin ihr Mentor. Sie ist in der Sekunda in Haus Grimm und ich bin schon wahnsinnig gespannt, was das bei uns dann so auslösen wird. Die Gruppen sind natürlich auf Facebook schon wieder ins Leben gerufen worden, will also heißen die Häusergruppen und die Jahrgangsgruppen und die Vereinsgruppen. Ich bin tatsächlich dieses Mal in keinem Verein drin. Es gibt allerdings den Verein der sogenannten Hüter der Arkana. Das ist ein ziemlich genialer Verein, der sich hauptsächlich mit verbotenen Artefakten und verbotenen Zaubern und sowas sehr experimentellem beschäftigt. Und natürlich dadurch, dass es hauptsächlich um verbotene Dinge geht, meistens nachts agiert. Fand ich sehr, sehr interessant und wird definitiv zu meinem Charakter passen. Dementsprechend habe ich mich da mal eingeklinkt. Letztes Jahr war ich ja bei den Jägern der verlorenen Schätze.
Klingt immer noch ziemlich interessant, ist aber jetzt, glaube ich, ein bisschen viel, wenn ich in mehreren Vereinen drin bin. Ich muss mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Die anderen haben natürlich auch schon ihre Charaktere alle vorgestellt und es sind wirklich furchtbar interessante Sachen dabei. Ich habe schon von dem einen oder anderen, dadurch, dass ich meine Tests schon vorgestellt habe und gesagt habe, dass ich dem einen oder anderen Hexblutgeborenen wahrscheinlich einen Streich reindrücken werde, habe ich schon von dem einen oder anderen gehört, so, ja, hier, hey, ich biete mich an, ich stelle mich gerne als Opfer zur Verfügung, ich bin sehr hexistisch und habe dir mit Sicherheit irgendwann mal einen blöden Spruch reingedrückt, hau mir einfach mal was rein. So, dementsprechend muss ich mir natürlich schon das ein oder andere ausdenken. Und wie gesagt, ich bin furchtbar gespannt, was da dann so auf die Beine gestellt wird. Ich hoffe, dass ich dieses Mal wirklich videotechnisch euch ein bisschen was bieten kann. Da es dieses Mal auf einem anderen Schloss stattfinden wird und ich tatsächlich einen Tag früher anreisen möchte, wird es wahrscheinlich zumindest möglich sein, dass ich euch das Schloss so ein bisschen zeige. Ob das im Spiel möglich sein wird, weiß ich noch nicht. Ich muss immer noch einen Weg finden, wie ich meine Kamera mit in das Spiel einbringe, ohne dass es wirklich störend wirkt. Ich habe tatsächlich die Veranstalter mal kurz angeschrieben und beziehungsweise habe mit dem Charakterbogen, den man da beantworten musste, kurz gefragt, ob die Ideen haben, wie man eine Kamera sinnvoll ins Spiel mit einbringen kann, ohne dass sie jetzt wirklich störend wirkt, beziehungsweise dass man aus ihr quasi ein Artefakt machen kann, was man immer mit sich rumträgt oder so. Ist mir bis jetzt noch nicht die zündende Idee gekommen, aber vielleicht kommt das ja noch. Ich arbeite momentan noch so ein bisschen an meinem Outfit, dadurch, dass ich natürlich zum einen gewöhnlich geboren, zum anderen etwas schäbiger aussehen müsste, weil ich mir ja, wie der Charaktersheet schon sagt, keine richtigen Klamotten leisten kann im Moment. Bin ich noch am Überlegen, wie ich das Ganze aussehen lasse, aber ich bin tatsächlich fleißig am Planen im Moment und ich bin sicher, dass es ziemlich geil wird. Das Nibelbuch ist noch nicht eröffnet, aber wir haben gesagt bekommen, dass es dieses Jahr auf jeden Fall noch passiert. Da bin ich auf jeden Fall noch sehr gespannt drauf. Ich habe tatsächlich noch keine Fotos von meinem Charakter, natürlich, weil ich auch noch kein Outfit habe. Aber sobald es welche geben wird, wird es die auch auf Nibelbuch geben und dann werde ich euch die hier vielleicht auch mal zeigen. Ja, so viel zu den neuesten Updates. Wie gesagt, die Charaktere sind da und es wird schon fleißig geplant. Die Gruppen sind da, die Vereine sind da. Es wird den ein oder anderen Hangout noch geben, auch gerade hausintern natürlich für die Planungen. Und ja, jetzt geht's auf jeden Fall schon wieder rund. Und wie auch gesagt, das Fazitvideo wird kommen. Es wird vielleicht noch ein klein wenig dauern. Mein Real Life geht nun mal leider vor und ich habe im Moment wieder relativ viel Arbeit, auch privat um die Nase. Ich danke euch schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Ich bin die ganze Zeit komplett unfokussiert. Das tut mir leid, aber meine Kamera will heute irgendwie nicht so, wie ich will. Ist nicht schlimm. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns spätestens beim nächsten Update-Video. Bis dahin, ciao.